Hallo, diesmal geht es ausnahmsweise nicht um irgendwelche Glücksspiele, sondern um Sport. Wir machen mal was hier aus dem Gebiet des Basketballs. Beim Basketball hat man ja ab und zu einen Freiwurf, wo man so alleinstehend auf den Korb werfen kann. Und da gibt es natürlich auch eine klare Statistik darüber, wie gut trifft man denn den Korb und wie viel Prozent der Fälle, wie viel Prozent der Freiwürfe trifft man den Korb. Und stellen wir uns vor, dass wir jetzt hier bei 80% liegen. Also 80%. 80% der Freiwürfe, die sollen im Korb liegen. 80% Freiwürfe im Korb. Und 20% natürlich gehen dann daneben. Die Frage ist jetzt, wenn ich 5 Freiwürfe habe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dann dreimal, genau dreimal, den Korb zu treffen? Also die Aufgabe, ich habe 5 Freiwürfe. 5 Freiwürfe und ich soll genau dreimal den Korb treffen. Genau dreimal Korb. Und gefragt ist jetzt die Wahrscheinlichkeit. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit, in 5 Freiwürfen genau dreimal den Korb zu treffen? Also 5 Freiwürfe, das könnte ja sein, dass ich da zum Beispiel hier die ersten dreimal hintereinander, bei den ersten drei Würfen treffe ich den Korb. Und zweimal treffe ich es nicht. Was schreibe ich denn da? Schreibe mal F wie Fail. Also dreimal Korb, zweimal Fail. Dann würde die Wahrscheinlichkeit für diese Kombination wäre dann, also für einen Korb beträgt da die Wahrscheinlichkeit 80%. Das ist in Dezimalzahl 0,8. Das wäre hier also 0,8 mal 0,8 mal 0,8. Das wäre der dritte Korb. Jetzt kommen die Fails. Die haben die Wahrscheinlichkeit von 0,2 mal 0,8. Also das wäre die Wahrscheinlichkeit, jetzt in 5 Freiwürfen genau dreimal Korb zu treffen. Für den Fall, dass ich dann die ersten drei Male hintereinander Korb treffe und dann zweimal eben nicht den Korb treffe. Ich könnte mir auch diese Kombination vorstellen. Das würde genauso hier zu diesem Ereignis dazu zählen. Würde zum Beispiel diese Kombination Korb, Fail, Korb, Fail, Korb. Das würde diese Bedingung hier ja genauso erfüllen. Das heißt, da hätte ich als Wahrscheinlichkeit ja die 0,8 mal 0,2 mal 0,8 mal 0,2 mal 0,8. Ja, ist eigentlich dasselbe. Ich habe hier bloß die Faktoren ein bisschen umsortiert. Das heißt, die ganzen Kombinationen, wo ich dreimal Korb treffe, haben eigentlich dieselbe Wahrscheinlichkeit, nämlich diese Wahrscheinlichkeit 0,8 hoch 3 mal 0,2 hoch 2. Das ist die Wahrscheinlichkeit hier für alle Fälle, in denen ich dreimal den Korb treffe. Ja, wenn ich jetzt die gesamte Wahrscheinlichkeit haben will, dann muss ich alle diese Fälle halt aufaddieren. Und jetzt muss ich mich bloß noch fragen, wie viele Fälle gibt es denn? Ich habe 5 Würfe. Ich habe 5 Würfe. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Würfe habe ich. Und 3 von diesen 5 Würfen sollen Korb sein. Ja, da überlege ich mir einfach wieder, wie viele Kombinationen gibt es denn da? Und es gibt ja hier eben 3 aus 5. 3 aus 5 ist die Zahl der Kombinationen, die ich hier aus diesen 5 Würfen bilden kann. Und das ist gleich 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 5 minus 3 Fakultät. Und das wäre dann, also wenn ich das ausschreibe, 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, so ist ja 5 Fakultät definiert, dann habe ich hier unten 3 mal 2 mal 1. Und dann geht es weiter, 5 minus 3 ist 2, also 2 Fakultät, das ist 2 mal 1. Das ist die Zahl der Kombinationen und das gibt mir, ja, das fällt alles weg. Dann habe ich hier noch 5 mal 4 ist 20 geteilt durch 2, das heißt 10. Es gibt 10 Kombinationen. Das heißt, es gibt 10 verschiedene Arten, wie ich jetzt diese 5 Würfe in Dreiergrüppchen sortieren kann. Also ich könnte mir so ein Dreiergrüppchen, könnte zum Beispiel sein 1, 2 und 3. Das heißt, im ersten Wurf habe ich Korb, im zweiten Wurf habe ich Korb und im dritten Wurf habe ich Korb. Ich könnte aber auch einmal 1, 2, 4 haben. Im ersten Wurf, zweiter Wurf Korb, vierter Wurf Korb oder 1, 2, 5 oder 3, 4, 5 und so weiter. Wenn ihr das jetzt vollkommen komplett auflisten würdet, würdet ihr sehen, es gibt hier 10 verschiedene Möglichkeiten, wie sich diese drei erfolgreichen Würfe aus den fünf, insgesamt 5 Freiwürfen zusammensetzen.
Ja, und damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, drei Körbe aus fünf Würfen, damit beträgt diese Wahrscheinlichkeit eben 10 mal was? 10 mal die Wahrscheinlichkeit hier so einer einzelnen Kombinationen. Denn jede dieser Kombinationen hat ja dieselbe Wahrscheinlichkeit. Und ich habe eben es gibt eben 10 solche Kombinationen, das habe ich gerade ausgerechnet, also 10 mal diese Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, eben genau 3 mal bei 5 Freiwürfen zu treffen. Also 10 mal 0,8 hoch 3 mal 0,2 hoch 2. Ja, da kommt dann doch wieder der Taschenrechner zum Einsatz. Das heißt, da nehme ich 0,8 mal 0,8 mal 0,8 und dann brauche ich mal 0,2, nochmal mal 0,2 und erhalte 0,0205. Ach, das Ganze muss ich nochmal 10 nehmen. Also 10 und dann halte ich 0,2048. Das heißt, das sind 20,48%. 20,48% beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ich 3 Körbe aus 5 Freiwürfen mache. Machen wir es noch ein bisschen interessanter. Wir können hier mal fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens 3 Körbe aus 5 Würfen zu machen, also die Wahrscheinlichkeit mindestens 3 Körbe in 5 Würfen. Das ist dann nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, 3 Körbe in 5 Würfen zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit, 4 Körbe in 5 Würfen zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit, 5 Körbe in 5 Würfen zu haben. Die hier haben wir ja schon gerade ausgerechnet, das waren die 20%. Jetzt bräuchte man noch hier diese Wahrscheinlichkeit, 4 Körbe in 5 Würfen zu haben und die Wahrscheinlichkeit, 5 Körbe in 5 Würfen zu haben. Ja, 4 von 5, fangen wir damit mal an. 4 Körbe in 5 Würfen. Also hier haben wir ja diese Kombination, das waren ja diese 3 Körbe, zweimal Fail. Da haben wir eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet und so genauso gibt es jetzt eine Wahrscheinlichkeit für 4 Körbe und einmal Fail, nur ist die natürlich anders. Also zum Beispiel wäre so eine Kombination Korb, 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 Fail, Korb. Das wäre so einer dieser möglichen 4er-Kombinationen. Und dann hätte ich hier also 0,8 hoch 4. Die Wahrscheinlichkeit dafür wäre 0,8 hoch 4 mal 0,2. Und das gilt ja dann für alle möglichen Kombinationen, wo 4 Körbe drin auftauchen. Ja, und wie viele solche Kombinationen gibt es dann? Wie viele Kombinationen habe ich? Das ist natürlich 4 aus 5. Also ich das ist die Zahl der Möglichkeiten, die ich habe, 4 Körbe aus 5 möglichen Würfen zusammenzustellen. Also zum Beispiel 1, 1, 2, 3, 4, der erste bis der vierte Wurf ist Korb und der fünfte ist keiner. Oder 1, 2, 4, 5, das heißt, der erste Wurf ist Korb, zweiter Wurf ist Korb, vierter Wurf ist Korb, fünfter Wurf ist Korb. Also das ist ja die Zahl, die ich brauche. Wie viele solche Möglichkeiten gibt es? Und das ist eben gerade 4 aus 5. Und das ist nichts anderes als 5 Fakultät durch 4 Fakultät durch 5 minus 4 Fakultät. Das ist gerade 1 Fakultät. Und was bleibt mir da? Da bleibt mir die Zahl 5 übrig. Ja, einmal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch 4 mal 3 mal 2, da bleibt nur der Faktor 5, 5 hier vorne stehen. Das heißt, es gibt insgesamt 5 solche Kombinationen. Und wenn ich das dann einsetze, dann muss ich hier nochmal rechnen, nochmal zurück. Dann habe ich also 0,8, 0,8 mal 0,8 mal 0,8 mal 0,8. Dann habe ich noch eine 0,2. Das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit von einem. Das ist die Wahrscheinlichkeit von einer dieser Kombinationen mit den 4 Körben. Und dann habe ich hier 5 solcher Kombinationen. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal 5 nehmen. 5 mal. Und bekomme 40%. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit hier, die beträgt diese Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit von 4 Fünftel, die beträgt 40, wie war es jetzt? 40,96%.
40,96% waren das. Oder habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, 40,96%. Und jetzt brauche ich noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt wirklich alle Freiwürfe verwandle. Also 5 Körbe aus 5 Freiwürfen. Und das ist pro Freiwurf habe ich die Wahrscheinlichkeit 0,8. Das ist also nichts anderes als 0,8 hoch 5. Ja, und da gibt es ja nur eine Kombination, die das erfüllt. Nämlich die Kombination Korb, 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 Korb. Das heißt, da brauche ich jetzt hier diese Rechnung nicht zu machen, weil mir klar ist, es gibt nur eine. 0,8 hoch 5. 0,8 hoch 5, das muss man nochmal schnell rechnen hier. Also 0,8 mal, das ist hoch 2, hoch 3, hoch 4 und hoch 5. Das sind 32%, immerhin. 32,77% ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt alle 5 Würfe verwandle. Ziemlich hoch, aber ich habe ja auch einen guten Standard hier mit meinen 80%. Das heißt, dass meine Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt mindestens 3K in 5 Würfen habe, also wenn wir da nochmal zurückkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit mindestens 3 Körbe in 5 Würfen. Das hier oben, das wäre dann gleich die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten. Also da müsste ich hier diese 20,48% hier zusammenzählen mit den 40,96 und den 32,77%. Das wäre diese Summe dieser Wahrscheinlichkeiten hier. Und was gibt das zusammen? Das gibt zusammen 94,21%. 94,21%. Also ziemlich wahrscheinlich, dass ich mindestens dreimal innerhalb dieser 5 Freiwürfe hier richtig treffe.